Ich glaube, jeder Mensch hat Pickel. Krass, als ich 15 oder so war, war das ziemlich intensiv. Ich kenne niemanden, der nie Pickel hatte. Ich hatte dann so einen fetten roten Fleck am nächsten Tag im Gesicht. Dann dachte ich auch so, fuck my life. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bubbles. Ja, wir reden heute über Pickel. Woher kommen sie? Was kann man dagegen tun? Ja, und wann sollte man vielleicht auch zum Arzt gehen? Tatsächlich? Ja, darüber reden wir jetzt. Wo kommen auf einmal die Pickel bei mir her? Ja, mit der Pubertät kommen Pickel. Der Hormonhaushalt stellt sich auf den Kopf. Krass, als ich 15 oder so war, war das ziemlich intensiv, dass an beiden Seiten hier an meinen Backen so zwei Hotspots waren, irgendwie, wo sich die ganze Zeit irgendwelche Dinge gebildet haben. So. Und dann dachte ich auch so, fuck my life. Natürlich hatte ich auch Pickel. Das ist ganz normal. Auch Stress hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, wie viele Pickel man bekommt. Meistens bekommt man in der Pubertät Pickel, weil die Produktion der männlichen Hormone zunimmt. Sowohl Frauen als auch Männer produzieren diese männlichen Hormone. Und das führt zu einer erhöhten Teigproduktion. Die Haut wird fettiger und das ist der beste Nährboden für Pickel. Ich habe mal irgendwo schlauerweise gelesen, dass man Zahnpasta drauf schmieren kann oder soll. Zahnpasta gegen Pickel habe ich auch damals ausprobiert. Und dann habe ich das über Nacht draufgelassen und hatte dann wirklich so einen Fleck Schorf im Gesicht, weil es die Haut weggeätzt hat. Ich hatte dann so einen fetten roten Fleck am nächsten Tag im Gesicht. Ist auch eine Möglichkeit. Also keine Haut zu haben ist zum Beispiel auch ein gutes Mittel, um keine Pickel zu kriegen. Ja. Man muss so ein bisschen Versuche machen. Also bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, es tut mir gut, wenn ich eine extrem körnige Peeling-Creme benutze. Ausdrücken habe ich probiert. Das hat es irgendwie auch nur schlimmer gemacht. Irgendwelche Bürsten oder sowas, mit dem man dann Gesicht eingewaschen hat und so. Masken. Gegen mehrere Masken war ich dann irgendwie allergisch. Gegen Pickel hilft am besten Finger weglassen. Also nicht quetschen, drücken, kratzen, sondern einfach in Ruhe lassen, weil sonst können auch noch stärkere Entzündungen kommen oder es können auch Narben zurückbleiben. Die Ernährung ist wichtig. Nur Fastfood kann das Risiko für Pickel deutlich erhöhen. Also zum Beispiel zu viel Süßes oder so, wenn ihr da merkt, okay, da kriege ich aber voll viel Pickel von, dann müsst ihr halt ein bisschen reduzieren. Was viele auch unterschätzen, ist das Handy zu säubern. Da sind viele Bakterien drauf und auch das ist nicht gut und fördert die Pickelproduktion. Vor allem macht euch nicht so einen Stress, wenn bei euch mal ein, zwei Pickel oder auch ein paar mehr auftreten. Wenn es aber ein riesen Ausmaß annimmt und ihr merkt, ihr könnt das Ganze jetzt nicht mehr selber bewerkstelligen, dann solltet ihr euch vielleicht mal überlegen, könnte es vielleicht auch das Krankheitsbild Akne sein bei euch. Dann müsst oder solltet ihr auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil der kann euch im besten Fall helfen. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ihr den Verdacht habt, früh zum Hautarzt zu gehen. Weil je früher ihr ansetzt, desto besser ist es therapierbar und desto weniger bleiben dann auch langfristige Folgen wie Narben oder so. Ich habe das Gefühl, dass nur wir Jungs Pickel bekommen und die Mädchen nicht. Stimmt das? Würde ich auf gar keinen Fall sagen. Mädchen kriegen genauso Pickel wie Jungs. Also da kann ich dir die Angst nehmen. Ich kenne auch sehr, sehr viele Mädels, die wirklich wahnsinnig große Hautprobleme in ihrer Pubertät hatten. Es gibt dann natürlich dieses eine geheime Etwas namens Make-up, das die Mädels öfter mal benutzen. Deshalb kann es vielleicht so rüberkommen, dass die Mädels eine bessere Haut hätten, als sie eigentlich haben. Abdeckstift, Puder, Concealer, was ist denn am besten? Ich glaube tatsächlich, dass man seiner Haut keinen Gefallen tut, wenn man da Abdeckstift, Puder oder Concealer drüber haut. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich so Schmink-Tutorials sehe, wo Leute sich dann krasse Akne überschminken. Das kann nicht gut für die Haut sein. Was Männer und Schminke angeht, ist es heutzutage ja schon sehr weitestgehend akzeptiert so, was ich auch gut finde eigentlich. Ein Kumpel von mir überschminkt sich seine Pickel auch. Gerade so einen Concealer kann man eben dafür benutzen, um so einen Pickel erstmal abzudecken und dann kann man den irgendwie noch drüber pudern und dann sieht das alles ganz schön aus. Vielleicht sich einfach einen Bart wachsen lassen, damit man die Pickel nicht mehr sieht. Egal was man nimmt zum Abdecken, wichtig ist auf jeden Fall am Abend das ganze Zeug wieder runterzumachen. Und am besten lässt man sich da wirklich mal professionell beraten, wenn man in den Drogeriemarkt geht, um halt keine Produkte zu wählen, die die Haut dann letztendlich noch schlimmer machen. Für jeden Pickel, den du hast, lass ein Like da. Mach dir mehrere Accounts für all deine Pickel.